Wie schön. Prinzessin Victoria von Schweden, 45, als Thronfolgerin, ist wohl eines der Aushängeschilder des schwedischen Königshauses. Während ihrer öffentlichen Auftritte ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Tochter von König Carl Gustav von Schweden, 77, volksnah und sehr herzlich zeigt. Und das beweist sie nun erneut, denn Victoria und ihr Mann Prinz Daniel von Schweden, 49, flogen in einem Linienflugzeug nach Jordanien, um die Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Abdullah zu feiern. Bestiegen die beiden schwedischen Royals ein Flugzeug der Australian Airlines, berichtet Bild. Als sie ins Flugzeug einstieg, soll die Kronprinzessin gewitzelt haben: "Okay, ich glaube, wir wollen alle zum gleichen Event", denn direkt hinter ihnen saß US-Politiker John Kerry. Fotos zeigen Victoria und ihren Mann, wie sie es sich nebeneinander auf den Sitzen des Fliegers bequem machen. Angeblich soll Daniel während des Fluges sogar seine Schuhe ausgezogen haben. Erst vor wenigen Monaten zeigte sich Victoria sehr natürlich und emotional. Für eine Dokumentation war die 45-Jährige für 2 Jahre von der Journalistin Karin Afklintberg begleitet worden. Diese berichtete in einem Interview mit dem schwedischen Nachrichtenportal Hänt von einem Gespräch mit der Prinzessin. Als es um den Tod ihrer Eltern ging, sei die Prinzessin sehr emotional geworden. Sowohl sie als auch ich saßen mit einer Träne in den Augen da, berichtet die Filmproduzentin. Trending diese GNTM-Kandidatin bleibt weiterhin eine große Favoritin Ausrufezeichen 8,8 TSD. Lesen jetzt nach TV-Fremdgehen, Nico Legard und Sarah treffen aufeinander 8,6 TSD. Lesen jetzt wegen Gerüchten, Daniela Katzenberger zeigt ihren Bauch Ausrufezeichen 11,2 TSD. Lesen jetzt Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.